Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kale, Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambha, shambha, mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambha, shambha, mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambha, shambha, mahadevaya. Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram, Namaskaram an alle. Well, nun, das Virus fordert seinen Tribut in vielen Ländern. Die Situation in den Vereinigten Staaten sieht überhaupt nicht gut aus. Die Zahl der Todesopfer steigt täglich um ein Vielfaches. Spanien hat, was die Zahl Toten angeht, alle anderen Nationen überholt. Auch in Indien hat es eine Erhöhung gegeben. Im Vergleich sehen wir gut aus, aber dieser Anstieg ist nicht ermutigend. Die letzten beiden Tage haben wir einen solchen Anstieg erlebt.
Glücklicherweise ist dieser Anstieg weitgehend auf eine bestimmte Gruppe zurückzuführen. Also wahrscheinlich wird man sie ausfindig machen und das kontrollieren. Der Anstieg ist nicht allgemein, was positiv ist. Aber Indien hat andere Probleme. Wir haben in unserer Region bereits über 2000 Familien aufgelistet, die sofort Nahrungsmittel benötigen. Wir bereiten uns darauf vor. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten 2 Tagen eine Gemeinschaftsküche einrichten. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist viel einfacher für diejenigen, die Möglichkeit zum Kochen haben. Aber es gibt viele, die nicht einmal in der Lage sind, das zu tun, weil ihr Lebensunterhalt täglich verdient werden muss. Diejenigen, die Land haben, die Bauern, die Land haben, werden irgendwie ein wenig zusammenbringen. Aber diejenigen, die Gemüse- und Blumenverkäufer sind, die einfache Arbeit verrichten, Landarbeit, es gibt nirgendwo Arbeit, also kein Geld. Wir bereiten uns also vor und heute richte ich einen Appell an alle. Wir brauchen viel Geld. In den nächsten 15 Tagen, sagen wir bis zum 20. April oder maximum bis zum 25. April, bis zu diesem Zeitpunkt brauchen wir mindestens 14 bis 15 Kurs. Eine Kur ist 10 Millionen indische Rupien. Spenden, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben uns bereits dazu verpflichtet. Unsere chinesischen Freiwilligen senden uns ein paar 100.000 Masken und Handschuhe und dieses und jedes, die an die medizinischen Fachkräfte und die Polizei gehen, die da draußen sind und ihren Dienst tun und alles riskieren. Nun, dies sind herausfordernde Zeiten. Jeder sollte aufstehen und tun, was immer er tun kann. Jemand wie Ratan Tata kommt heraus und spendet nicht nur 1500 Crores aus seinem persönlichen Vermögen, nicht aus irgendeinem Bund, aus seinem persönlichen Vermögen. Und dann sagt er, wenn es nötig ist, werde ich mein ganzes Vermögen geben, wenn die Nation es braucht. So. Bitte, wo immer du bist, auf welche Weise auch du beitragen kannst, jetzt wird es gebraucht. Wir haben engagierte Freiwillige vor Ort, aber wir müssen sie mit Mitteln aufstocken, sonst werden sie nicht effektiv sein. Wir freuen uns also auf deine Unterstützung. Ich möchte nicht ins Detail gehen auf die Arbeitspläne, die wir aufstellen, aber es sieht so aus. Eine Sache ist, dass das wirtschaftliche Virus bereits ins ländliche Indien gekommen ist. Das Virus ist im ländlichen Indien noch nicht allzu verbreitet. Ich hoffe, es bleibt weg, denn die wirtschaftlichen Schwierigkeiten selbst sind schwer zu bewältigen. Dies ist eine Zeit, in der die südindischen Bauern beginnen, den Boden vorzubereiten. Wenn der tamilische Neujahrstag am 14. April vorbei ist, beginnt danach die Vorbereitung des Bodens, was sehr für die nächste Ernte sehr wichtig ist. Wenn das nicht geschieht, dann droht im kommenden Jahr eine ernsthafte Gefahr der Nahrungsmittelknappheit. Und das können wir uns nicht leisten. In Nordindien ist die Erntezeit gekommen. Sie haben ernsthafte Schwierigkeiten bei der Ernte. In Karnataka habt ihr vielleicht die Bilder von Milchbauern gesehen, die tausende Liter Milch wegschütten, weil es keine Möglichkeit gibt, ihre Milch abzugeben. Tausende Liter Milch werden nur deshalb ausgeschüttet, weil wohin damit? Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die sie hier brauchen. Hier können wir also die Lücke füllen. Wir sehen, wie wir die Verbindung herstellen können und sehen, wo es Lebensmittel gibt und wo die Leute kein Geld haben, um Lebensmittel zu kaufen. Wir sehen, wie wir das verbinden können. Es wird eine gewisse Arbeit erfordern. Und leider wird es auch eine gewisse Belastung für unsere Freiwilligen geben. Aber ich bin sicher, dass wir damit umsichtig umgehen können. In einer Zeit wie dieser gibt es also keine Nation, die vollständig darauf vorbereitet ist, mit einer solchen Situation umzugehen. Die reichsten Nationen der Welt zittern unter dem Ansturm des Virus.
Also in Indien haben wir bei der Art der Bevölkerung und der Bevölkerungsdichte, die wir haben, definitiv kein medizinisches System und auch nicht die Wirtschaft, um wirklich alles für alle zu gewährleisten und das monatelang. Nein, das wird nicht möglich sein. Der einzige Weg, wie dies geschehen kann, ist also eine geschlossene Aktion der Bürger, also ein Teil davon, hat der Premierminister einen Aufruf gemacht, morgen um 21 Uhr sollte jeder eine Lampe oder Kerze anzünden oder zumindest sein Handylicht aufblitzen lassen. Bitte nicht mit deinem Handy hier. Wir werden eine große Feuershow veranstalten, denn das Element Feuer im Buddha-Shuddhi-System des Yoga und unsere Fähigkeit, als starkes Leben aufzustehen, sind eng miteinander verbunden. Wenn wir herausfinden wollen, ob du lebst oder tot bist, werden wir prüfen, ob es warm oder kalt ist. Das bedeutet, ob das Feuer an ist oder aus. Alles, was du als Leben auf diesem Planeten bezeichnest, ist nur wegen des Feuers der Sonne. Ein Feuerball brennt dort. Nur deshalb ist Leben entstanden. Alle übrigen Zutaten mögen da sein, es ist wie beim Kochen. Alles mag da sein, kein Feuer, kein Kochen. Das Leben ist daraus entstanden, gekocht hauptsächlich wegen des Sonnenfeuers. Die grundlegende Energie in der Welt ist genau das. Das Feuer als Möglichkeit zu nutzen, um uns gesund zu halten, ist also sehr wohl ein Teil des yogischen Systems. So wie du mit Wasser duschen kannst, kannst du dich auch mit Feuer reinigen. Was wir als Klesha Nashana Kriya tun, es bringt unglaubliche Ergebnisse für den Menschen. Morgen als eine Nation bittet uns der Premierminister, ein kleines Feuer um dich herum zu haben, zumindest für 9 Minuten. Du musst nicht bei 9 Minuten aufhören. Ich rate jedem von euch, eine Lampe in deinem Schlafzimmer in sicherer Entfernung von deinem Schlafplatz zu haben und uns jede Nacht brennen zu lassen. Es wird einen sehr großen Unterschied für dich machen. Also, ansonsten musst du einen kraftvollen, konsekrierten Raum haben, der die ganze Zeit wie ein Feuer brennt, entweder dieses oder jenes. Eines der Dinge muss in jedem Haus getan werden. Es brannte immer eine Lampe, immer in einem indischen Haus. Heutzutage, weil die Leute es leider als eine Handlung einer bestimmten Religion sehen, wollen andere kein Feuer. Andere wollen keine Lampe anzünden, denn warum eine Lampe anzünden? Wenn du eine Lampe anzündest, könntest du vielleicht bekehrt werden. Das ist einfach dumm. Nun, ich glaube, manche Religionen fordern Wasser. Dann dusche nicht, wasch dir nicht die Hände. Denn das ist Teil einer bestimmten Religion. Bevor sie beten, waschen sie ihre Hände. Also wasch dir nicht die Hände, denn wenn du das tust, wirst du zu dieser Religion bekehrt. Das ist einfach nur dumm. Jeder Arzt sagt also, wasch dir die Hände. Bedeutet das, dass er dich auffordert, zum Islam zu konvertieren oder so etwas? Jeder wäscht sich die Hände, jeder nutzt Feuer in seinem Haus. Das Wichtigste ist, abgesehen davon, welchen Nutzen es hat, das Allerwichtigste ist, was darüber entscheidet, ob wir diese Umstände erfolgreich überwinden oder nicht, ist, wie geschlossen Indien als eine Person handelt. Dies ist die einzige Lösung für uns. Wir haben nicht genug Krankenhausbetten. Wir haben nicht genug Intensivstationen. Wir haben nicht genug Beatmungsgeräten. Wenn morgen Millionen Menschen krank werden, müssen wir sie einfach sterben lassen. Das ist die einzige Option, die wir haben. Also lassen wir es nicht so weit kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir alle zusammenkommen, unabhängig von deiner religiösen Überzeugung, politischen Ideologie, was auch immer für ein Unsinn du bist. Lasst uns eine vernünftige Sache tun, dass wir als eine Nation zusammenstehen. Denn im Moment macht das Virus keinen Unterschied, ob du diese oder jene Religion hast, was deine Ideologie ist. Es prüft nicht. Es geht auf alle los. Begann im kommunistischen China und dringt nun in das kapitalistische Amerika ein. Du kannst es nicht aufhalten. Es ist kein kommunistisches Virus.
Es hat keine Ideologie, keine Religion, es geht einfach auf dich los. Also lass uns auch auf es losgehen. Als eine Einheit, das ist wichtig. Morgen werden wir dir also sagen, was wir im Yoga-Zentrum machen werden. Höchstwahrscheinlich werden wir es auch live im Internet übertragen. Pass bitte auf und sei dabei, wir werden es weiterführen. Fragen? Sadhguru, diese Frage kommt von Rohan. Sadhguru, ich habe gelesen, dass du dich nur zu 90% von der Erschöpfung deiner Energien während der Dhyanalinga-Konsekration erholt hast. Und hey, sehe ich aus wie 90%? Komm schon! Und du brauchst etwas längere Zeit für dich selbst, um dich vollständig zu erholen. Da die Welt zum Stillstand gekommen zu sein scheint, kann dies eine Zeit sein, in der du dich regenerieren und zu 100% zurückkehren kannst? Nun, selbst ich dachte so. Wie auch immer, lass mich diese 90% Angelegenheit erklären. Nun, nach Dhyanalinga oder während des Prozesses setzte ich meine Energien und meinen Körper rücksichtslos ein, weil ich nicht den Plan hatte, darüber hinaus weiterzuleben. Gemäß des Plans dachte ich, dass wir danach gehen würden. Also war ich nicht darauf bedächtig, sondern ging aufs Ganze. Denn für Vorsicht war keine Zeit, die Zeit wurde knapp. Wir wussten, wenn wir es nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne fertig werden würden, dann würden wir das ganze Zeitfenster verpassen. Also haben wir es versucht und diejenigen von euch, die mit mir in dieser Zeit zusammen waren, wisst, in welchem Zustand ich war. Innerhalb von vielleicht 3 bis 4 Monaten musste ich etwa 25 Jahre gealtert sein. Alles hat sich verändert, mein Aussehen, mein alles. Aber seitdem habe ich mich erholt. Du siehst, dass ich jünger werde. Von 2000 bis 2020. Du kannst sehen, ich bin viel jünger, viel fitter, viel besser, alles. Ich bin also... Es gibt bestimmte Aspekte, um die wir uns nicht gekümmert haben. Diese Aspekte sind nur wichtig, wenn wir viele Konsekrationen durchführen. Einmal planten wir, dass wir viele Konsekrationen auf der ganzen Welt durchführen würden, aber solche Dinge sind nicht geschehen. Vielleicht führen wir eine durch. Wir hatten geplant, eine am Ende dieses Jahr durchzuführen, die Devi-Konsekration in den Vereinigten Staaten. Jetzt muss das Virus uns Erlaubnis geben, ob wir sie durchführen können oder nicht. Wir werden sehen. Die Konsekrationen waren also eine Herausforderung, weil bestimmte Aspekte meines Energiesystems nicht richtig am Ort sind. Sogar ich dachte, dass diese 3 Wochen eine wunderbare Zeit für mich sind, um etwas dafür zu tun. Von morgens bis abends halten sie mich auf Trab. Wir drehen den ganzen Tag über etwas, wir tun dies und das und die Organisation von Aktivitäten außerhalb des Hauses geschieht. Nun, es gibt... Der einzige Vorteil ist, dass ich es mit beträchtlicher sozialer Distanz mache. Das heißt, dass ich entweder am Telefon oder per Videokonferenz oder was auch immer mache. Ich arbeite größtenteils unter einem Mangobaum. Das ist der einzige Segen. Die Mangos sind noch nicht reif. Sie sind einfach, ich warte. Aber es geschieht nicht, weil ich in den letzten 15, 20 Jahren war ich fast keine einzige Mangosaison in Indien war. Es gab eine Zeit, in der die Mangosaison bedeutete, dass ich mich zu 100% auf Mango-Diät befand. 1,5 bis 2 Monate aß ich nichts anderes als Mangos. Nun, in der Nähe von Mysore City kannte ich jeden Baum, wie die Früchte schmecken. Als sie mich zur 100-Jahr-Feier der Universität Mysore einluden, teilte ich etwas von meinem Wissen über die Mangobäume in den Universitätsgarten. Ich habe jeden einzelnen von ihnen verkostet und wusste, welcher Baum was ist. Also, lass mich das nicht weiter ausführen. Also ich arbeite unter einem Mangobaum, was ein Segen ist. Abgesehen davon ist es keine Freizeit, sondern viel Aktivität, viel Verwaltung.
Was die Rückführung dieser 10% betrifft, so wäre das sehr wichtig, wenn wir uns in starke Konsekrationsprozesse begeben. Glücklicherweise haben sich in den letzten Jahren, egal welche Konsekration wir vorgenommen haben, ein paar Leute mit mir erhoben. Also ging es, manchmal litten wir ein bisschen, als wir die Devi-Konsekration durchführten. Nun, da verlor ich meinen Geschmack, meinen Geschmacks- und Geruchssinn für fast 1,5 Jahre. Nicht jetzt. Jetzt kann ich riechen und schmecken, weil die Leute sofort denken werden, dass ich den Virus habe. Das war vor 6-7 Jahren. Also fast 18 Monate lang schmeckte alles, was ich aß, wie Styropor. Nichts. Überhaupt kein Geschmack, absolut. Nun, es ist zurückgekommen, ich habe mich davon erholt. Körperlich geht es mir gut, es gibt kein Problem. Aber wenn wir uns auf diese Art von Arbeit und Aktivität einlassen, dann werden einige Herausforderungen kommen. Ich wünschte, wir könnten das tun, aber diese Art von Zeit ist im Moment nicht vorhanden. Aber wir werden sehen, noch ist Zeit. Denn selbst wenn die Abriegelung Indiens aufgehoben wird, glaube ich nicht, dass in den nächsten 6 oder mehr Wochen sich das auflösen wird, wenn wir nach Europa oder Amerika oder Afrika gehen, wo auch immer wir hingehen sollten. Es ist noch Zeit. Hoffen wir, dass wir etwas tun können. Sadhguru, diese Frage kommt von Sandeep Narayanam. Namaskaram, Sadhguru. Du sagtest, dass wenn wir das Wesen des Inner Engineering Programms ganz in uns aufgenommen haben, kann unsere Präsenz sehr transformierend sein. Kannst du das bitte näher erläutern? Ich glaube, vor ein paar Tagen in einer dieser Darshans habe ich darüber gesprochen. Ich habe mich vielleicht nicht näher dafür mit befasst. Ich sagte, Shambhavi Mahamudra ist keine Übung. Es ist so, wir haben den Dhyanalinga-Tempel. Jemand geht hin und pflegt den Tempel, weil es kein anderes Ritual gibt, um das Dhyanalinga aufrechtzuerhalten. Jemand fegt, jemand reinigt, jemand hält die Atmosphäre aufrecht. Das ist alles. Tun Sie etwas für den Dhyanalinga? Nein, Sie tun nur etwas für den Boden, die Atmosphäre und so weiter. Wenn man also Shambhavi Mahamudra hat, ist es so. Es ist eine gewisse Konsekration. Ich habe immer gesagt, dass die einfachste Konsekration, die man machen kann, ist ein lebendiger Mensch. Nicht umsonst ist der Mensch der Gipfel der Evolution auf diesem Planeten. Es ist das beste Material, das man finden kann. Aber das einzige Problem mit dem Menschen ist, dass er an dem Tag der Initiation kommt, ist er weggeblasen. Und du weißt, Tränen der Ekstase fließen. Innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen, je nachdem, wer Sie sind, machen Sie eine Kehrtwendung. Nicht alle, aber eine ganze Reihe von Ihnen. Normalerweise ist der abfälligste Ausdruck, den Sie gegen mich verwenden, ist, oh, wir müssen, das ist wunderbar, aber wir müssen zurück zum normalen Leben. Das ist schrecklich beleidigend. Sie sagen, friedlich zu sein, fröhlich zu sein, glückselig zu sein, ist abnormal. Unglücklich zu sein, besorgt zu sein, ängstlich zu sein, ein Klumpen nichts zu sein, das ist normal. Sehr abfällig mir gegenüber. Wegen dieser dummen Vorstellungen von ihrer Normalität werden sie eine Kehrtwende machen. Sie haben in das Elend investiert. Es hat lange gedauert, bis ich das erkannt habe. Als es mir zum ersten Mal passierte, wo ich saß und in Ekstase ausbrach, dachte ich, das ist es. Ich werde die ganze Welt in Ekstase versetzen. 39 Jahren vor, habe ich einen Plan gemacht, in 2,5 Jahren werde ich die ganze Welt in Ekstase versetzen. Denn wer will das nicht? Es gibt keinen Dummkopf wie einen jungen Dummkopf. Ich war 25 und ich hatte eine Goldmine getroffen und ich wusste, ich kann das schaffen. Denn
Man muss nichts tun. Wenn du nur einfach nur hier sitzt, ohne dich zu verirren, wirst du ekstatisch. Also dachte ich, wer will das nicht? So eine einfache Sache und so fantastisch. Wer will das nicht wollen? Nun, 39 Jahre. Langsam erkenne ich, dass die Menschen solche Investitionen in ihr Elend haben, selbst wenn man ihnen eine ekstatische Art zu leben zeigt. Wenn sie aufstehen und gehen, wollen sie dieses Kissen oder sogar den Stuhl mitnehmen und gehen. Ja. Als ich ursprünglich das Inner Engineering Programm entwickelte, war ich etwas wild. Ich war nicht so gekleidet. Ich trug eine verblasste Jeans und ein T-Shirt, redete wild. Meine Sprache war nicht kultiviert. Ich konnte einfach alles sagen. Auf und ab gehen und, wisst ihr, einen viertägigen Kurs ankündigen und manchmal dauerte es 6 Tage und manchmal dauerte es 12 Tage irgendwie. Aber sie verstanden kein Wort von dem, was ich sprach. Selbst jetzt verstehen sie es nicht. Aber ihr Leben wird transformiert, denn das ist nur der einzige Weg, wie es funktioniert. Niemand wird durch diese Worte transformiert. Worte sind, weil sie so dumm sind. Wenn man sie nur hier sitzen lässt, werden sie verrückt. Du musst ihnen etwas sagen. Schau, das ist ein Darshan. Das heißt, ich muss einfach nur sitzen, du musst einfach nur schauen. Aber wenn ich einfach nur hier sitze, werdet ihr verrückt werden. Was macht er da? Er sitzt einfach nur. Was schauen wir uns da an? Also muss ich reden. Sonst gibt es keinen Grund zum Reden. Wenn ich in die Dörfer gehe, wenn ich einfach eintrete, brechen alle in Tränen aus. Denn sie haben nicht all diesen Wert für viele Worte. Wir haben also dich konsekriert für Shambhavi. Wenn du es lebst, brauchst du nicht Werbung zu machen, mach Inner Engineering jeden Tag für deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, bitte. Er sagt etwas auf Tamilisch. Weil sie sehen es nicht. Du sagst wunderbare Dinge. Aber sie müssen wunderbare Dinge sehen, ist das nicht so? Wenn sie dich sehen, sie müssen spüren, wow, ich müsste es so sein. Denn wenn das geschieht, geschieht Transformation. Da es sich also um eine Konsekration handelt, versuchen wir auf eine Art und Weise, wandelnde Tempel zu schaffen. Wisst ihr, wenn du einen steinernen Tempel baust, dann ist es nur an einem Ort, du kannst es nirgendwo mitnehmen. Nun, Dhyana Linga, wenn du bereit bist, denn es ist eine nicht physische Form, es ist überall erhältlich, aber das erfordert ein gewisses Maß an Empfänglichkeit. Deshalb dachten wir, dass wir Millionen von Wandertempeln schaffen werden. Wenn du also gehst, diejenigen von euch, die konsekriert sind, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn du jetzt in deinem Haus bist, musst du verstehen, dass du in diesem Haus ein Tempel bist. Du bist ein Tempel auf der Straße. Du musst in diesem Wissen gehen. Die Menschen werden auf eine bestimmte Art und Weise zu dir kommen. Du musst nichts predigen, du musst keine Werbung machen, du musst nicht Inner Engineering auf die Stirn tätowieren lassen. Nichts von diesen Dingen ist nötig. Sei einfach wahrlich, dass du ständig auf eine grenzenlose Weise Antwort, ohne jegliches Gefühl
von Eingrenzung. Auf einer Ebene deiner Emotionen bist du wie eine Mutter für die Welt. Tu nichts, sitz einfach nur da. Tu nichts, sitz einfach nur da. Die Leute werden transformiert, nicht nur die Menschen. Die Pflanzen werden reagieren, die Tiere werden reagieren, alles um dich herum. Selbst leblose Dinge werden anders widerhallen, hundertprozentig, das sage ich dir. Nun, es gibt eine Menge Lehrbuchwissenschaftler, die sofort sagen werden, oh, er verbreitet Pseudowissenschaften. Nun, ihre Vorstellung von Wissenschaft ist rudimentär. Echte Wissenschaftler werden so etwas nie sagen, denn sie wissen, dass das, was sie erforscht haben, nur ein winziger Fleck ist. Was unerforscht ist, ist grenzenlos. Es ist also egal, wer was sagt. Wenn man nur mit diesen beiden Dingen leben will, hat man nichts anderes verstanden. Man muss nur die Atmosphäre sauber halten. Schau, gerade jetzt gibt es den Dhyana-Linga-Tempel, wie mächtig er auch sein mag. Wenn man Dreck vor den Tempel stellt, selbst wenn er sehr mächtig ist, werden die Menschen nicht dorthin gehen. Wenn man ihn auf eine bestimmte Art und Weise hält, werden die Menschen dorthin gehen. Deine Übung ist genau das, jeden Tag den Ort aufzuräumen und die Spinnwegen zu entfernen. Das ist alles, was du tust. Du tust nichts, um es zu energisieren. Es ist nicht wie bei Shakti Chanakriya, du versuchst etwas aufzubauen. Es ist eine lange Angelegenheit. Deshalb sind wir nach Shambhavi gegangen, weil ich nicht gesehen habe, dass die Menschen die Ausdauer, noch die Entschlossenheit, noch den Einsatz haben, wirklich daran zu arbeiten, sich auf eine andere Ebene zu bringen. Das ist eine Menge Arbeit. Kriya-Yoga ist eine Menge Arbeit. Deshalb sind wir zu Shambhavi Mahamudra gekommen. Mudra bedeutet, dass es schon da ist. Man erlebt es einfach, man lebt es. Das ist alles, man muss es nicht tun. Aber es ist nur tägliches Entfernen der Spinnweben, Aufräumen des Bodens, das ist die ganze Arbeit, der Rest wird geschehen. Die nächste Frage kommt von Vijay Das. Namaskar, Sadhguru. In einem der Zitate sagtest du, Sadhana ist nicht der Weg, aber ohne Sadhana gibt es keinen Weg. Ich habe das nicht verstanden. Kannst du mir bitte helfen, das zu verstehen? Nein, du wirst es am Abend verstehen, wenn ich sage, morgens, wenn der Wecker um 5 klingelt, verstehst du es plötzlich nicht mehr. Was ist dieses Sadhana? Weil so viele Leute gesagt haben, dass du nichts tun musst. Selbst Sadhguru hat schon oft gesagt, nichts zu tun sei das Höchste. Warum bittet er mich also, morgens aufzustehen und etwas zu tun? Ich werde nichts tun. Nein, nichts zu tun bedeutet, dass man nicht schlafen, auch nicht schnarchen sollte. Das ist nichts tun. Schlafen heißt nicht nichts tun. Du schläfst, klar? Nichts tun bedeutet, dass man nicht schläft, nicht denkt, nicht fühlt, nicht schnarcht, nichts tut. Ganz einfach. Aber dafür braucht man ein enormes Maß an Bewusstsein und Wachsamkeit im System. Das wird nicht einfach geschehen. Deshalb ist es im Moment besser, etwas zu tun. Benutze einige Werkzeuge. Sadhana bedeutet ein Werkzeug, keine Übung. Du benutzt Werkzeuge. Ohne Werkzeuge wären die Menschen nichts, wirklich. Wir wären nichts ohne unsere Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen. Wenn du also willst, dass etwas in deine Richtung kommt, musst du bestimmte Dinge tun. Dies geschah. Ein sehr unausstehlicher, lauter Kunde kam und ließ sich an einem reservierten Tisch in einem Restaurant nieder. Der Tisch war für jemand anderen reserviert, aber er kam und setzte sich hin. Er winkte den Kellner immer wieder zu, aber sie ignorierten ihn, weil er sitzt am falschen Tisch. Es ist dort markiert, dass er reserviert ist, aber er sitzt dort. Dann schrie er laut auf. Wenn ich etwas Wasser an diesem verdammten Ort bekommen wollte, was sollte ich dann tun? Da ging der Manager auf ihn zu und sagte, warum zündest du dich nicht selbst an, dann wird es kommen. Steck dich selbst in Brand, Wasser wird in großer Menge kommen. Nicht nur in einem Glas. Also Sadhana ist genau so, dass du versuchst, dich selbst in Brand zu setzen, damit du etwas zu dir hinziehst. Es ist ein Werkzeug. Nicht nur für die Gesundheit und das Wohlbefinden, es ist ein Werkzeug, um eine Dimension anzuziehen, die im Augenblick noch nicht da ist.
Next, die nächste Frage kommt von Disha Bangalore. Wie kann man den Verstand dazu bringen, für uns zu arbeiten? Und wie kann man die unterbewusste Schwächen der Programmieren für vollständig loswerden? Von wessen Verstand spricht sie? Nein, nein, Leute, die Leute schauen darauf, wie sie ihren Verstand, den Verstand ihres Mannes für sich arbeiten lassen können, wie sie die Gefühle ihrer Frau für sich arbeiten lassen können. Ja, ja, das ist kein Witz. Schau. In einer Zeit wie dieser muss ich euch wohl nur Stroh spenden. Keine Sorge, ich bin bei euch, alles in Ordnung. Aber was soll man machen? So bin ich nicht. Ich bin ein realistischer Narr, das ist das Problem mit mir. Du kannst ein realistischer Narr sein oder ein unrealistischer Narr. Das sind die Optionen, die du hast. Wenn du denkst, du bist schlau, bist du ein verdammter Narr. Ich bin also ein realistischer Narr. Ich bin kein unrealistischer Narr. Realistischer Narr bedeutet also, wir suchen immer danach, was in einer gegebenen Situation als Richtiges zu tun ist. Wir erwarten nicht, dass Superman, Spider-Man auf uns fällt und etwas für uns tut. Schaut, all diese Schlangen, die hier hängen und nichts für uns tun können, sie hängen einfach da. Das ist diese Dekoration im Saal. Wir genießen sie einfach so, wie sie sind. Wir erwarten nicht, dass sie kommen und deine Kundalini aufsteigen lassen. Nein, nein, es gibt solche Leute. Wenn du sie hier so hältst wie eine große Schlange, dann würden sie denken, oh, diese Schlange, wenn ich sie ansehe und anbete, wird sie kommen und in mir als Kundalini aufsteigen. Deshalb haben wir sie so dort aufgehängt in Ketten. Du willst also deine, du hast dir mir immer noch nicht klar gemacht, wessen Verstand du kontrollieren willst, denn im Allgemeinen ist das die Sache, das ist das, was wir als Familie bezeichnen, das ist das, was wir als Gesellschaft nennen. Das bedeutet, dein Verstand sollte für dich arbeiten. Meiner arbeitet nicht für mich, das ist nicht das Problem. Dein Verstand sollte für mich arbeiten. Du musst so denken, wie ich will, dass du denkst. Du musst so fühlen, wie ich will, dass du fühlst. Ich fühle nicht so. Das ist nicht das Problem. Du musst für mich fühlen. Schau, wenn du sagst, du musst mich lieben, du musst Liebe für mich empfinden, bedeutet das was? Es bedeutet, dass ich will, dass deine Gefühle so sind, wie ich sie haben will. Nein, nein, nein. Du kannst nur über diesen einen entscheiden. Wie meine Gefühle sein können, wie meine Gedanken sein können. Wie kann ich entscheiden? Ich habe nicht zu entscheiden, wie die Gedanken und die Gefühle eines anderen sein sollen. Aber immer geht es nur darum. Aber ich bin sicher, Disha ist ein wundervolles Mädchen und sie fragt nach ihrem Verstand. Wie habe ich Kontrolle über meinen Verstand? Zuerst musst du dich entscheiden, ob du deinen Verstand kontrollieren oder befreien willst. Bitte bedenkt dies, alle, die immer daran denken, euren Geist zu kontrollieren, zuerst musst du dich entscheiden, willst du diesen kontrollieren oder willst du diesen befreien? Oh, dann werde ich verrückt werden. Wer sagt, dass du es nicht schon bist? Hast du ein Zertifikat? Dies geschah in der Stadt Bangalore. Es gab einen jungen Mann, 16, 17 Jahre alt. Er bekam einige psychologische Probleme. Damals, als ich jung war, gab es keine Sensibilität für diese Dinge. Jemand, der psychisch ein wenig verwirrt ist, bedeutet sofort, dass er verrückt ist. Also ging er zum Nimhans-Institut in Bangalore. Er wurde dort stationär behandelt für 3-4 Monate. Dann kam er zurück. Abends, wo alle Jungen zurück zusammenkommen, er ging auch dorthin. Ah, du bist verrückt, nicht wahr? Du bist weg, du bist ein Verrückter, weil du 4 Monate in der Nervenklinik warst. Du bist fertig, was auch immer.
Der Junge war verletzt, aber wusste nicht, was er tun sollte. 2-3 Tage war er dort. Jeden Tag haben sie ihn damit bombardiert. Eines Tages zog er ein Papier aus seiner Tasche und sagte: Seht, hier habe ich eine Bescheinigung, dass ich jetzt normal bin. Habt ihr eine? Das Krankenhaus gab ihm eine Bescheinigung, dass er jetzt normal ist und wieder zurückgehen kann. Hat jemand von euch eine? Ihr habt keine. Ich bin derjenige, der eine Bescheinigung hat. Wer ist geistig gesund? Wer ist nun verrückt? Also, zunächst einmal, Disha und alle anderen, denkt in den nächsten 24 Stunden gründlich über diese eine Frage nach. Wollt ihr euren Verstand unter Kontrolle oder befreit haben? Wir werden das vielleicht morgen erforschen. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kala, Kala, Kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho